Noch immer kämpfen hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen im Europapark in Rust. Seit Stunden steht eine dunkle Rauchsäule über dem Park. Die Einsatzkräfte versuchen unter Hochdruck, ein Übergreifen des Feuers auf andere Areale zu verhindern. Nach Angaben der Polizei gibt es bisher keine Verletzten. Der Park wurde inzwischen komplett geräumt, die Umgebung weitläufig evakuiert. Das Feuer soll laut Polizei in einer Lagerhalle nahe des niederländischen Bereichs ausgebrochen sein. Die Flammen seien dann auf ein Fahrgeschäft übergegriffen, erklärte der Parkbetreiber. Zur Brandursache ist bisher noch nichts bekannt. 25.000 Besucher waren im Europapark, als der Brand ausbrach.